Willkommen zurück in Kapitel 16. Dem großen Endspurt. Yes. Jetzt kriegen wir mehr Plot. Ganz viel Plot. Ganz viel Plot, der mich nicht interessiert hat. Ja, wir hatten ja in der vorherigen Episode angemerkt, von jetzt an sind die normalen Stages durch und es stehen nur noch Bosse an. Schaut euch an, wie lange diese Episode dauert und ihr könnt euch ausmalen, wie viel davon Zwischensequenz ist. Ein bisschen davon ist auch Boss. Ja, genau. Dann ist es ein reines Zwischensequenzkapitel. Automatisch rein Platin-Medaille. Vielen Dank fürs Durchsetzen. Das wäre eigentlich ganz witzig gewesen. Vielleicht würde euch gerade auch gefallen sein, dass Cereza plötzlich Lippenstift trägt. My dear sweet Cereza. My, my. Why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen Sages. I am indeed. Ich dachte, du wärst ein V. My name is Balder. Ach nee, das ist nur ein V. So true, address me as Father. Bist du ein religiöser Mensch? Forgotten. It has been 500 years. Oh, klein Cereza ist müde. Der Cereza reflektiert nur ungefähr den Gedankengang des Spielers, der sich jetzt denkt, oh nö, nee, nicht schon wieder so ein Plotdump. God damn it, monologuing. Reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen Sages, and your Umbra Witches have long been the overseers of history. Ich glaube, ein Problem, was ich auch habe, ist, dass der Voice Actor es nicht ganz so gut rüberbringt. This is our universes. Mhm. Er braucht viel zu lange dafür und es ist nicht dramatisch genug, sage ich mal. However, es ist einfach kein Armstrong. Ich möchte mehr Armstrong spielen haben. Are the left eye of the eyes of the world. Den Typen könnte ich jedes Mal zuhören. Das ist großartig. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Es sind Augen. Ich dachte, das wäre klar, so von der Bezeichnung her. Ja. Bayonetta, hast du vergessen, was Augen sind? Das würde erklären, warum die Kamera vorhin bei der Helikopteraktion die falsche Abteilung erwischt hat. Bayonetta hat schlichtweg vergessen, was Augen sind. Ah. Oder, um das Ganze intelligenter zu machen, es hat das Auge erwischt, wenn du dich recht erinnerst. Da war ihr Auge. Your battles, your struggles. Everything you've experienced. Hab ich das jetzt eventuell vorweggenommen? Ich weiß gerade nicht. I don't know. Nee. Die ganzen. Nee, es ist alles durcheinander geraten bei mir. Ich glaube, das wurde bei dem Jun-Fight am Ende nochmal geklärt, dass das Juwel ihr Auge ist, oder? Oder zumindest wurde es angedeutet. Und es wurde angedeutet. Ist nicht gerallt. Ja, es wurde angedeutet. Das Problem ist aber, so ganz stimmt das auch wieder nicht. Na. Hätten wir mal die Bücher gelesen? Ja. The left eye. For that, you had to see yourself once more. Hätte es da nicht gereicht, einen Spiegel hinzustellen? Like seriously, not the effort. Baldas Lösung für das Problem, Bayonetta muss sich selbst sehen. Ich könnte diese lustige Sache durchführen und dann versuchen, sie aus der Zeit, aus dem Raum Zeitkontinuum zu reißen, um mal ganz kurz hier zu haben und dann, ne? Oder ich könnte einen Spiegel kaufen. Raumzeitkontinuum mit ist. Spiegel sind teuer, weißt du? Wir sind eine Multimedaten. Ansatzweise so dramatisch wie eine Raumzeitreise. Wir sind eine multimilliardenschwere Firma. Wir haben nicht ansatzweise das Kapital, um einen Spiegel zu kaufen.
Ich meine, weißt du, was so ein einfacher Handspiegel kostet? $5! Fünf! Das kann man uns in unseren Milliarden ja nicht mal leisten! The left eye was out of reach. Meanwhile, more plots. This town's prosperity. And now it is time for my preparations to bear fruit. Ich verstehe den Sinn und Zweck. Ich verstehe diesen Zusammenhang zwischen. Ich habe eine große Stadt aufgebaut und ich wollte Bayonetta hierher locken, nicht ganz. Ich denke, meine kleine Stadt hätte Bayonetta nicht bemerkt. Aber es geht ja nicht um Stadt, es geht nur um den Typen. Vielleicht ist da irgendwie so ein Zauber drüber, der sagt: Hier bin ich, komm her, Bayonetta. Und Bayonetta hat das halt so unterbewusst mitgekriegt. Wahrscheinlich ist da so ein großes Las Vegas-Schild, was wir einfach in den Cutscenes nie zu sehen bekommen. Was sagt Bayonetta bitte hierher? Übrigens, dieses große Las Vegas-Schild, $3. Wer hätte gedacht? Das war im Ausverkauf. Hat leider das Spiegelbudget gefressen. Ganz sein. Deswegen hat das mit dem Spiegel nicht mehr geklappt. Das konnte er sich noch leisten. Hat halt $3 zu wenig schlussendlich. Ah, Mann. Zwischenzeitlich wird vielleicht auch aufgefallen sein, Theresa ist eingeschlafen. Das ist die schlimmste Gute-Nacht-Geschichte, die ich je gehört habe, um dabei einzuschlafen. Journalist extraordinaire. I must say. Ja, er ist nicht der beste Vater. Er ist deutlich verbesserungsfähig. Ich frag mich nur gerade, wenn er Vater ist, welcher Religion? Get it? Oh. Wie wär's mit der Religion der Lumenweisen? Ist das eine Religion? Ich gehe mal stark davon aus. Ich glaube schließlich an so einen Gott, an so eine Gottheit namens Jubileus. Plot Twist. Luca hat jetzt endlich erfahren, wer eigentlich seinen Vater auf ihn gerissen hat. Jetzt stirbt er genauso. Dafür, dass Luca eigentlich gesagt hat, dass er nur dem traut, was er selbst gesehen hat, finde ich es ein bisschen merkwürdig, dass er Bayonetta dazu getraut hat, dass sie seinen Vater umgebracht hat, wenn er nicht mal gesehen hat, was passiert ist. Da sind viele Löcher in der Geschichte. May just be me. Also ich glaube, alle Löcher in Lukas Teil der Geschichte kann ich einfach damit erklären, dass es um Luca geht. Fair enough. Wir haben, glaube ich, im Laufe dieser ganzen Videoreihe, die wir aufgenommen haben, seitdem wir das Ganze neu gestartet haben, hinreichend etabliert, dass Luca nicht ganz der Hellste ist. Und da ist die Switch beinahe eingeschlafen, weil... Ja, ich hab den Controller weggelegt. Das war mir zu doof. Wir haben uns währenddessen auch nur unterhalten, als wir das aufgenommen haben, weil... Ja, weil wir wussten, wir müssen da ja nochmal durchsetzen und dann wollten wir unser Pulver nicht sofort verschießen. Ja. Tja, währenddessen, ja. Switch, Standby, beinahe. War knapp davor, aber wir haben es ja gerettet. Ja! Das wäre jetzt auch die reinste Folge gewesen, wenn wir das Ganze noch einmal durchsitzen müssten. So wie jetzt. Mir wird übrigens aufgefallen sein, dass diese Zwischensequenz schon seit 10 Minuten geht. Ich bitte dich, da war eine Ladepause zwischen. Das sind 9 Minuten. Keine Sorge, es werden noch 10. Hex! Do not fear your fate. Stand tall, my child. Realize your true potential. Potential.
Teresa. We are one, my child. Yep, jetzt wird's creepy. Das ist... Kann ich aussteigen? Ist es zu spät dafür? Yep. Scheiße. Ups. Au. Jetzt ist er wirklich zum V geworden. Mit einem komischen Herzen. Willkommen ja, beim Kampf gegen Border. Hast du irgendwelche Kommentare zum Kampfverlauf? Was es zu erwarten gibt, was es zu beachten gibt? Was den Kampf so toll macht, außer diese schöne Final Fantasy 13-mäßige Ornament rechts unten in der Ecke? Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen im gesamten Kampf. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, also ein bisschen was würde ich wahrscheinlich gerade aufgefallen sein. Erstens, wir haben anderthalb Energieleisten ohne das Violette Hexenherz. Was einfach daran liegt, dass das ganze Geld, also die ganzen Heiligenscheine, die ich in der letzten Mission bekommen habe, habe ich für Herzen benutzt. Frag mich wieso. Plötzlich auch mal Leben. So viele tolle Sachen die du kaufen konntest. Ja, zum Beispiel. Und nicht zu vergessen. Ja. Und ganz besonders. So sieht's aber aus. Genug von den tollen Sachen, die es im Shop gibt. Laserattacke! Wait, Laser? Ja, yep, Laser. Laser! Oh shit! Wenn das Quicktime Event jetzt funktionieren würde. Wo war ich gerade? Ja. Euch wird aufgefallen sein, dass ich sehr wenig ausweiche in diesem Kampf. Was einfach daran liegt, er hat verdammt wenig Attacken, wo das Ausweichen die Hexenzeit auslöst. Daher nur zu empfehlen, Mond von Mahakala, vielleicht ein bisschen besser werden als ich mit Parrying. Wenn ihr dann mal ein Frame Perfect Parry hinkriegt, kriegt ihr auch die Hexenzeit. Lohnt sich einfach mehr als Ausweichen. There we go. Na also. Und K.O. Yes. Der Kampf ist vorbei. Der Rest ist Cutscene. Das heißt, ja, nochmal 10 Minuten Kino. Aber vorher werden wir erstmal jump. Mit den Federn sieht das ehrlich gesagt ziemlich cool aus. Das ist schon wild. Oh Gott, damit. Au! Er hat beim Dämon das Genick gebrochen. Er hat meinen Haaren das Genick gebrochen. Wie geht das? Überhaupt, neue Energieleiste. Nochmal. Ne, aber ohne Scheiß, wie brichst du bitte schon Haaren das Genick? Ja, das sind die ganzen Parry-Trophäen. Herzlichen Glückwunsch, glaube ich. Vielleicht. Ich wollte das Ding eigentlich zurückwerfen, aber dann kam es mir dazwischen. Dann kam es mir dazwischen, dass ich das Ding schneller zerstört habe, als ich dachte. Wir sind übrigens jetzt in Kingdom Hearts. Ja, so ein bisschen. Kingdom Hearts 2, um genau zu sein. Whoops! Aufs Maul. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich war so gut in dieser Phase. Ja, du hast ihn erstaunlich schnell runtergearbeitet, aber dann ganz am Ende nicht. Gut, zweiter Versuch. Jetzt aber. Es sind immer noch 10 Minuten Cutscenes am Ende. Ich versuch den Trick nochmal. Dieses Mal wird das mal nicht gelingen. Sagen. Also, jetzt kennen wir ihn ja. Ja, so spezialisiert.
Oh Gott, David. Deine Haare sitzen. Sie sind nämlich nicht nicht separat modelliert. Gut, dritte Runde. Alle guten Dinge sind ja schließlich drei. So. Das klingt jetzt zugegebenermaßen aber genervter, als der Kampf eigentlich ist. So, ich finde den Kampf eigentlich ziemlich cool. Ja, der Kampf ist tatsächlich eigentlich ziemlich cool, aber wir sind, glaube ich, einfach nur bitter. Weil es. Ja, uns geht, glaube ich. Wir stören uns halt hauptsächlich an den ganzen Zwischensequenzen und wir haben halt vorhin 10 Minuten davon durchsitzen müssen. Das hat jetzt nicht gerade für die beste Ausgangslage gesorgt. Und ich glaube, wir sind auch mittlerweile an den Punkt angekommen, wo wir Bayonetta einfach nur abschließen wollen. Ja. Tja, mit dem Laser hat sich heute nicht mehr. Der Laser ist. Der Laser kommt persönlich. Autsch. Ups. Ich bin nicht gut in Crackdown Events. Das ist komischerweise etwas, was ich dafür ziemlich gut kann. Also das Rocket Tag von John lassen wir mal bitte raus, das ignorieren wir, das ist nicht geschehen. Aber wenigstens kriege ich den Parry in diesem, in dieser Phase relativ gut hin. Ich sage relativ, weil... Ups. So, nun aber... Don't fuck with the witch. Whoops. Never mind. Cool gewesen. Never mind, that was strategy, because fuck this place. Natürlich war das Strategie. Die Sache ist nämlich in dem Ort. Man kann halt gegen diese Glasscheiben fliegen, die lassen ein wenig abdriften, aber diese Glasscheiben sind tatsächlich nur auf dem direkten Weg zu seinem Kopf. Mit anderen Worten, wenn man erstmal von erst getroffen wird, um richtig weit wegzufliegen und dann zum Kopf fliegt, kommen keine Glasscheiben mehr entgegen. Moment, du meinst das also ernst mit der Strategie? Ja. Das war wirklich so gedacht. Oh, hey Luca. Wie hast du schon wieder auf so eine Rakete geschafft? Ich glaube, der hat Magneten dafür in seiner Jacke. Extra für. Das ist der Schal, das ist der Schal. Das ist so Magneten extra für den Fall, dass eine Rakete vorbeifliegt. Ja. Auch die Specific? Das braucht halt jeder gute Journalist. Sicher. Man muss halt immer dorthin, wo es rumst. Und naja, wo Raketen hinfliegen, da rumst es in der Regel. Müsste er da nicht ständig durch die Gegend fliegen, weil. Rakete, uah! Ach, so funktioniert es dann ein Tag. Siehst du? Not yet. Stimmt, wir müssen jetzt noch jemanden zurückschicken, weil sonst gibt es ein Zeitparadoxon. Ich erinnere mich nicht an dieses Bett. Also lege ich sie mal rein. Also mich, also sie, also... Gott, ist das kompliziert. Daddy! No need to be afraid, little one. Keine Sorge, Daddy ist tot. Everything was just a dream. Alles war nur eine ziemlich miese und übermäßig lange Gute-Nacht-Geschichte. Mein Gott, hat der gelabert. Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Denn andererseits verschwindet das gleich von meiner Brust und das würde nicht so schön aussehen. Sweet dreams. Das wäre auch irgendwie unpraktisch. Ich brauch das Ding. Aber dann könnte ich dich nicht zurückschicken und dann, Gott, Zeitreisen sind kompliziert. On Jupiter and Mars, in
Okay, Ende. We got it. Done. So, 4 Minuten Abspann. Ja, schnell abspannen. Was grinst du denn? Du hast nichts gemacht. I was completely ineffectual. Oh goddammit. Sie hat das Ding doch verloren. If you change the future, you change the... Oh wait, falsches Game. Understand, little one? You must keep it safe. Close to your heart. Oh goddammit. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Und dann haben sie zu zweit die Geschichte aufgeräumt, was irgendwie die Geschichte so ziemlich aus den Bahnen geworfen hat und... Was alles so ein bisschen... Agel, Bagel, was alles so ein bisschen... Whoops! The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. Darkness. Das ist nicht Dissidia, okay? Good times. It was never known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Cereza, that I saw. For she was the one who saw the world through innocent eyes. And she was the one who could give rise to a new history. Aber er hatte doch... Also... Aber... Ah, okay. Never mind. Ah, goddammit, dieses Spiel ist immer noch nicht vorbei. Hopp! Scheint, als müssten wir in der nächsten Folge mit Luca starten. Wir sind alle verloren. Yep. Alternativlösungen spielen als Bayonetta in der Rolle von, weiß ich nicht, wir erobern die Welt, keine Ahnung. Wir übernehmen also den Part von Bowser. Vielleicht. Nice. Wäre netter als Luca. Yep. Shall be completed. We are the eyes overseeing the world. We are the eyes overseeing a new era, a new reality, to which we will devote ourselves eternally. Die Augen kommen da aber nicht rein. Das ist die falsche Position. Ah. Ja, yeah. There we go. May Jubileus the Creator grace all its creation. Bayonetta ist an Bord. Ist voll dabei. Yep. Gut, das war's mit Kapitel 16. In der nächsten Folge. Die letzte Folge. Kann sich Luca endlich zum Held aufschwingen. Wir sind so am Arsch. Yep. Wir hoffen, ihr habt eine extra Portion Sitzfleisch für nächste Woche, denn das können wir euch schon mal versprechen. Das wird lang. Ihr werdet gesehen haben, diese Folge hier dauert rund 24 Minuten. Davon waren gerade 6 Minuten Kampf. Der Rest war Zwischensequenz. Epilog. Alles klar. Requiem. Wir sehen uns beim nächsten Mal.